Mortal Kombat X ist der mittlerweile 10. Hauptteil der legendären Prügelspielreihe und wenn wir über die Jahre etwas über Ed Boon und sein Entwicklerstudio NetherRealm gelernt haben, dann wohl die Tatsache, dass sie immer bemüht sind, der Mortal Kombat Reihe hier und da einen neuen Twist zu verpassen, die Fans bei Laune zu halten und in Sachen Splatter auf jeden Fall den Vorgänger übertreffen zu wollen. Nach allem, was wir bisher vom Spiel gesehen haben, sind wir optimistisch, dass all das auch so eintrifft. In Mortal Kombat X ist schon mal die Story eine große Überraschung. Liu Kang und Co. geraten ein wenig ins Hintertreffen, denn hier dreht sich alles um die nächste Generation. Frisches Blut wie das von Cassie Cage, der Tochter von Johnny Cage und Sonya Blade, spritzt bei den Zweikämpfen durch die Gegend, während bisher bestätigte Veteranen wie Kung Lao schon merklich grau und knittrig geworden sind. Immerhin vergehen innerhalb des Story-Modus ganze 25 Jahre. Die Mortal Kombat Serie hat nun auch schon etwas über 20 Jahre auf dem Buckel, aber genau wie ihre Helden gehört sie noch lange nicht ins Altersheim, wie wir beim Anspielen der PS4-Version feststellten. Stimmungsvolle 1080p-Grafik mit konstanter Bildrate von 60 Frames setzt die Matches gelungen in Szene und das Kampfsystem wirkt auf uns ein wenig flüssiger als beim etwas hüftsteifen Vorgänger von 2011. Wichtigste Neuerung sind die drei Kampfstile pro Kämpfer. Jede Figur gibt's in drei unterschiedlichen Ausführungen, die für Offensive, Defensive oder Allrounder stehen. Dazu gibt's jeweils auch ein besonderes Repertoire an Special Moves, wobei jeder Kämpfer aber auch über eine in allen Ausführungen gleiche Grundpalette verfügt. Um ein wenig zusätzliche Spannung ins Spiel zu bringen, integriert NetherRealm den sogenannten Faction War. Beim ersten Start des Spiels wählt man eine von fünf Gruppierungen, für die man kämpfen möchte und dann geht's auch schon los. Faction War läuft im Hintergrund, ähnlich wie die Trophäen- oder Achievement-Systeme der Konsolen. Allein durch das Spielen von Singleplayer-Versus-Matches oder dem Erledigen vorgegebener Aufgaben sammelt man Punkte für seine Gruppierung. Jeweils am Ende einer Woche kommt es dann zur weltweiten Abrechnung und die Fraktion mit den meisten gesammelten Punkten wird zum Sieger gekürt. Außerdem wird der Herausforderungsturm aus dem Vorgänger zurückkehren, allerdings in modifizierter Form. Die Living Towers ändern ihre Herausforderungen in bestimmten Zeitintervallen und halten nicht nur unterschiedlich viele Gegner bereit, sondern setzen im Spieler auch mit fiesen Modifikatoren wie Wettereffekten, Bomben oder schwankender Kamera zu. Erwachsene Prügelspielfans dürfen sich auf Mitte April freuen, wenn Mortal Kombat X weltweit veröffentlicht wird. Moment mal, weltweit? Nein, ein kleines Land mit rigorosen Jugendschutzbestimmungen leistet immer noch erbitterten Widerstand. Wir sehen angesichts aberwitzig blutiger Fatalities jedenfalls schwarz für einen offiziellen Release in Deutschland. Schade.